Vitali Safronow schenkt uns in dieser Figur, die noch deutlich aus Ton zusammengefügt ist oder aus Wachs, eine impressionistische Darstellung eines Tänzers. Die Haut mit den vielen Schatten und Lichtflecken zeigt eine gewisse Auflösung. Und diese Auflösung ist genau das Thema dieses euphorischen Tanzes, der kein Moriskentanz ist, wie aus dem Mittelalter, aber auch nicht der Tango-Tanz ist, der in Reihen bei irgendwelchen großen Tanzveranstaltungen getanzt wird, sondern der der Nähe zum Flug etwas Vergleichbares hat. Eine Auflösung des Menschseins im Rhythmus und im Klang, die einen bewegen und wirklich sozusagen fliegen lassen durch die Welt. In den neuen Balletten von Johnny Neumeier aus Hamburg oder von Cranko und Marcia Aide aus Stuttgart gibt es völlig neue Vorstellungen des befreiten Körpers im Tanz, mit völlig neuen Figuren, mit völlig neuen Vorstellungen. Und Safronow ist in dieser Figur, diesem neuen, ekstatischen und sich auflösenden nachgegangen. Dieser Mann ist in der Lage, Engel, die auf die Erde stürzen, zu gestalten, wunderbare anekdotische kleine Figuren, die den menschlichen Alltag erklären und erzählen. Und hier eben hat er gewissermaßen dieses spirituelle und von der Welt wegführende Aura des Tanzes in einer sehr eindringlichen und wunderschönen Art, lichtmäßig, schattenmäßig und über das Irdische hinausgehend gestaltet.